und willkommen wieder bei unserem Online-Basketball-Training. Freut mich, dass ihr dabei seid und genau, bleibt ihr fleißig. Wir machen weiter Basketball-Training zu Hause. Heute das Training wird ein bisschen anders und zwar wir werden mit Gewicht arbeiten, also nicht nur mit unserem eigenen Gewicht, sondern auch mit einem Gewicht. Und zwar hier, ich habe einen Rucksack vorbereitet. Ich habe zu Hause 5 Kilo Scheibe, also wir brauchen maximal 5 Kilo. Wenn ihr keine Scheibe habt, könnt ihr alles möglich nehmen, von Büchern bis zum Sack Kartoffeln, Zwiebeln, alles was ihr zu Hause habt, Flaschenwasser, Hauptsache Gewicht. Wir machen wieder 6 Übungen, Kraft, Koordination, Reaktionübungen, auch ein bisschen Offensiv-Footwork, Fußarbeit mit dem Ball. Und genau, wir machen heute 45 Sekunden Arbeit mit 15 Sekunden Pause, mit dazu noch Gewicht. Bleibt dran, wir fangen gleich an. Zum Aufwärmen, wir fangen wieder von oben nach unten mit Ganzkörpermobilität und zwar jetzt Hände an die Hüfte und wir fangen mit leicht Drehungen Kopf links und rechts. 5, 6 Mal, dann nach unten und nach hinten. Langsam die Nackenmuskulatur aufzuwärmen. Genau, dann Neigungen links und rechts. Wir haben heute 3 Übungen zum Aufwärmen, ohne und mit dem Ball. Und dann wir machen weiter. Nach vorne 6 Mal Schulter aufwärmen. Genau, dann 6 Mal nach hinten. 3, 4, 5, 6. Leicht Neigungen links und rechts. Ich hoffe, euch geht's gut. Und genau, Füße sind noch breiter. Wir gehen ganz langsam nach unten mit gestreckten Knie. Versucht mal den Boden zu berühren, dann wieder aufstehen. Wir versuchen immer die Schulter nach hinten zu ziehen und Brust nach vorne. Und so machen wir 6 Mal. Genau, wir machen weiter rechte Hand zum linken Bein und andersrum. Macht ihr die Beine nebeneinander, Knie nach links und rechts. Und wir werden versuchen, die Intensität zu steigern im Dezember, beziehungsweise mit noch mehr Gewicht zu arbeiten und weiter das Intervalltraining noch effektiver machen. Genau. Deswegen seid bereit und einfach weitermachen. Wir fangen mit den Aufwärmübungen. Erste Übung ist Fußgelenkelauf mit dem Ball um die Hüfte. Ich mache Musik gleich an. Wir machen jede Übung 45 Sekunden. Mit 15 Sekunden Pause, die 3 Übungen und dann Hauptteil. Okay, du kannst den Ball mitnehmen. Wir warten auf die Zeit. 45 Sekunden. Fußgelenke rauf. Ball einfach um die Hüfte rotieren. Nach links und rechts. Du kannst die Richtung immer wechseln. Okay? Du kannst schnell einen Schluck Wasser trinken. Und wir fangen gleich an. Sekunden und wir fangen auf die Stelle, Fußgelenke auf, ein bisschen ganz Körper aufzuwärmen mit dem Ball Drehungen. Sei ready, Ball in die Hände und go! Das Ziel beim Training ist nicht schnell zu machen in die Übungen, außer wenn wir Reaktionübungen haben mit Ballwerfen wie mit dem Tennisball später. Wir machen langsam und lang. Okay, wir wollen Ausdauer verbessern, deswegen wir machen 45 Sekunden statt 30 Sekunden. Und genau. Basketball-Koordinationübung auf die Stelle, leise Fußspitze und Ferse, Blick nach vorne und Ball rotieren um die Hüfte. Sehr gut, wir machen kurze Pause. Nächste Übung
bis Knie hoch, okay? Mit dem Ball zusammen, Ball und Knie hoch zusammen. 45 Sekunden, ein bisschen Schulter zu aktivieren und die Bewegung, was im Basketball sehr oft wir haben, okay? Und wenn du genug Platz hast zu Hause, du kannst richtig hoch gehen auf die Fußspitze. Hier habe ich leider nicht so viel Platz. Du kannst aber mit dem Ball richtig hoch gehen, sodass wir auch Waden aktivieren. Sehr schön, weiter. Knie schon hoch. Genau, letzte Übung ist Art von aktives Dehnen. Wir machen Ausfallschritte, die Unterkörper zu vorbereiten. Und zwar, wir machen 8 Wiederholungen pro Bein mit dem Ball. Jedes Mal Ausfallschritt, kurz Rotation und dann Wechsel. Okay? 45 Sekunden oder 16 Wiederholungen. Gerade Körper. Schön Knie zum Boden. Gleichgewicht halten. Weitermachen. Schön, das war's. Wir fangen mit dem Hauptteil. Du brauchst dein Gewicht bzw. deinen Rucksack. Anziehen. Und wir fangen mit den 6 Übungen. Ich mache Musik ein bisschen lauter. Und genau, Ball in die Hände. Erste Übung sind Tiefkniebeuge ganz hoch. Okay? 45 Sekunden lang. Ich mache Musik nochmal an. Wir machen wieder 3 Runden. 45 Sekunden mit 15 Sekunden Pause, okay? Breiter Stand. Bis zu 19 Grad, 90 Grad. Und dann hoch, okay? Go! Ganz hoch gehen, auf die Fußspitze. Schon ausatmen nach oben, einatmen, ausatmen, einatmen. Sehr schön, weiter. Sehr schön. Nächste Übung, Ausfallschritt. Wir machen Ausfallschritt nach vorne und Ball hinten den Kopf. Jedes Mal Ausfallschritt, Ball nach hinten. Okay? Ready? Versuch mal richtig tief zu gehen mit den Knien. Fast zum Boden hier und diese gerade 90 Grad. Ball hoch. Kraft auf Koordination. Sehr schön. Wir machen den Rucksack weg. Nächste Übung sind Liegestütze mit dem Ball. Jedes Mal 2 Liegestütze auf den Ball und dann Handwechsel. Okay? Und go. 1, 2 und Handwechsel.
Wir wollen hier natürlich Handgelenk stabilität verbessern, auch Verletzung, Prophylaxie und Kraft aufbauen. Trizeps und Brust und ganz Körperstabilität von diesen Positionen. Weiter. Okay, wir bleiben auf dem Boden liegen. Nächste Übung, Bauchcrunches. Wir werfen den Ball und wir catchen den Ball hoch. Catch, Wurf, Catch, Bauch. Go. Fokus auf deine Wurftechnik, schön follow through, drück mit dem Finger, Übung. Wir machen Football und zwar wir werfen den Ball rechts, links, weg, Pivot und Shot Fake. Okay? Wir fangen in die Richtung, hoch den Ball rechts, links, Fake, Jab Step und dann wir wechseln die Beine. Dann ist links, rechts, Fake, Jab Step, immer Beinwechsel. 1, 2, Fake, Jab Step. Genau, rechts, links, Shot Fake, Jab Step und dann links, sehr gut, weiter, sehr gut, zwei Kontakt Stopp, 1, 2 Fake, Jab Step und die letzte Übung. Du brauchst einen Tennisball, du wirst den Ball wieder in die Wand, den Ball um die Hüfte rotieren und versuch mal den Ball wieder zu catchen. Okay, fünfmal pro Arm und dann wechseln. Go! Schnelle Reaktion, schnell umdrehen und Ball catchen. Okay, ich habe 5 von 5 geschafft, jetzt hinten fahren. Eine sehr gute Übung, um zu reagieren. Sehr gut, und zählt deine Punkte. Jedes Mal keinen Ball fangen, minus 1. Drei, vier, fünf. Sehr schön. Das war's. Ihr macht weiter, wir zeigen kurz Stretching. Macht Musik ein bisschen leise. Wir machen zusammen Stretching. Und zwar erste Übung, Brustmuskulatur zu dehnen. Hände nach hinten, schon die Brustmuskel zu dehnen. Wir halten die Position. Ich mache natürlich immer jetzt ein bisschen schneller. Ich zeige euch einfach die Übungen, dann macht ihr selber 3 Runden. Wir haben ein super Online-Training gehabt. Mit vielen Teilnehmern. Genau, nächste Übung. Rechtes Bein zum Po ziehen, linke Hand hoch. Wir halten die Position 30 Sekunden. Wenn wir fertig sind mit den 30 Sekunden, überkreuzen und dann mit dem linken Arm seitliche Dehnung weiter noch die Position halten. Genau, dann wechseln wir die Beine. Schön dehnen. Genau, und dann überkreuzen und Neigung. Nächste Übung, wir gehen auf den Boden, 90-90. Linken Bein nach vorne, rechts daneben, 90 Grad, 90 Grad. Wir versuchen mit dem Brust zum Boden, zum Knie zu gehen,
langsam und sehr wichtig. Ausatmen nach unten und die Position halten. Dann spürt ihr Dehnung in der Muskulatur. Hintere Bein. Wechselt die Beine. Versuch mal so weit zu gehen, ohne Schmerzen, dass du schon Dehnung spürst. Genau. Und die letzte Übung. Auf dem Bauch liegen. Und wir drücken mit den Händen nach oben und Kopf zum Becken. Zum Becken schauen. Und wir wollen die Bauchmuskeln dehnen. Jedes Mal noch höher, 30 Sekunden halten. Genau, cool down. Genau, liebe Leute, das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht. Und wir sehen uns nächstes Mal. Das gefällt mir sehr, dass ihr mitmacht, dass ihr fit bleibt, dass ihr Motivation habt. Bis bald, bis nächstes Mal. Und nicht vergessen, subscribe für mehr Videos. Ciao.